Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, als Stadtverordnetenvorsteher setze ich meine Reihe fort mit Gesprächen. Und zwar geht es mir immer um den Blick auf Rüsselsheim. Nachdem ich jetzt mit einigen Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen habe, sind jetzt die Vereine dran, und zwar soziale Vereine. Wir beginnen oder ich beginne mit einem hochinteressanten Verein, und bei mir ist Professor Dimitri Flieger und er ist schon 15 Jahre lang Vorsitzender dieses Vereins. Es geht um die Rüsselsheimer Hospizhilfe. Ein interessanter Verein, ein engagierter Verein, darüber werden wir etwas erfahren. Wir werden natürlich über den Vorsitzenden etwas erfahren, eine interessante Persönlichkeit, das erlaube ich mir zu sagen. Und am Schluss geht es natürlich wie immer den Blick auf Rüsselsheim zu richten, aus der jeweiligen Situation, aus dem Engagement heraus, wie wird unsere Stadt gesehen. Ja, Herr Professor Flieger, erstmal vielen Dank, dass der Termin zustande kommt, das ist ganz toll. Ich bin sehr gespannt, ich kenne die Hospizhilfe aus früheren Besuchen, weiß so ein bisschen, was Sie natürlich da machen. Deshalb kommen wir auch zuerst mal zu Ihnen. Sie machen das seit 15 Jahren, sind Sie schon Vorsitzender. Vielleicht können Sie erstmal über Ihre Person etwas sagen, weil Sie sind natürlich auch Mediziner. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass wir da einfach immer ein bisschen was erfahren. Vielen Dank, Herr Claude, für die Einladung. Ich freue mich besonders, etwas erzählen zu dürfen über die Hospizhilfe. Wie gesagt, ich bin Vorsitzender seit 15 Jahren bei der Hospizhilfe. Ich bin vor 17 Jahren Chefarzt im Gebärklinikum Rüsselsheim geworden und mein Bereich ist die Onkologie und die Gastroenterologie so, als auch Immuntherapien, das ist ganz modern, personalisierte Medizin. Ja, und ich habe das übernommen, habe sehr groß aufgebaut, die Onkologie, die Gastroenterologie, und ein großes Thema gleich am Anfang an war der Bereich Hospiz. Und das habe ich gerne angenommen. Ich wurde nach Vorschlag wurde dann Vorsitzender von dem Verein, um diesen Bereich voranzutreiben. Damals war das Ganze relativ fragmentiert, muss man sagen. Also die Hospiz, die Rüsselsheimer Hospizhilfe war klein und war bei uns im 8. Stock, glaube ich, in einem kleinen Raum vertreten. Und also dann, ein Nischendasein. Ein Nischendasein. Also, und dann hat man gesagt, wieder geh dahin. Und das war nicht so gut. Also da war ich natürlich als Chef da, konnte ich das ändern. Und dann habe ich nicht nur, ich wollte das Ganze sehen, also die Region, die ganze Region, ja. Das ist wichtig. Also wir haben auch die Mainspitze, wir haben Ried und Flörsheim und Großgerau. Und dann haben wir gesagt, wir sind Rüsselsheimer Hospizhilfe, aber wir wollen gerne, dass wir uns vernetzen. Ich bin ein Vernetzer, ich mag das. Und dann haben wir uns in der Tat vernetzt. Wir haben die Aufgaben verteilt. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Frau Christa Hoffmann so toll das stationäre Hospiz in Flörsheim aufgebaut hat. Wir kooperieren mit dir sehr, sehr gerne und sind gut versorgt, auch mit den anderen stationären Hospizen in der Umgebung. Dann war der Herr Braun bei uns und hat den ambulanten Hospizdienst aufgebaut in Groß-Gerau. Und das war auch natürlich ein Thema, dass man praktisch ein Palliativ, das ist ein Kontinuum, Hospiz und Palliativ, das ist ein Kontinuum. Hospiz ist ja mehr das Ende vom Leben zu unterstützen, Palliativ ist vorher. Und man hat inzwischen durch die Behandlungen, dieser Bereich Palliativ ist größer, muss ich sagen, weil viele Patienten, die früher gestorben sind, zum Beispiel mit Lungenkrebs, wir haben jetzt so tolle Behandlungen, dass die Krankheit, also das Überleben viel, viel höher ist. Sodass das Thema Palliativ einen sehr hohen Stellenwert hat. Ja. Vielleicht kommen wir nochmal, viele kennen die Hospizhilfe, aber manche vielleicht auch noch nicht so sehr. Natürlich mit dem Begriff kann man etwas anfangen. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass Sterben ja immer noch zum Teil auch ein Tabuthema ist. Ja, da redet man nicht so gerne drüber. Aber es ist trotzdem natürlich ein wichtiges Thema, weil wir alle müssen sterben, ist ja ganz klar.
Mich würde noch mal interessieren, was ist sozusagen konkret das Angebot, das der Verein macht? Was bietet der Verein an Hilfen im Bereich Palliativ, Pflege, aber auch Beratung? Sie haben die Fachleute da, das weiß ich, aber dass Sie das vielleicht einfach noch mal darstellen. Was ist sozusagen das Portfolio des Vereins? Es ist da ein demografisches Problem hier. Also wir werden älter. Und, was ja eigentlich schön ist. Ja. Was schön ist, aber man hat die Verwandtschaft, die ist klein. Mhm. Teilweise es gibt keine Verwandtschaft. Ja. Und, oder die Verwandtschaft lebt weit weg. Das heißt, man ist alleine. Mhm. Und das ist, was Hospizhilfe erreicht. Also der relativ alleinstehende, ältere Mensch, der eine Krankheit hat, wird nicht allein gelassen. Und dazu braucht man Ehrenamtliche. Also wir haben im Prinzip, als Vorsitzender habe ich zwei Aufgaben. Ich muss Ehrenamtliche rekrutieren. Ja. Wie viele haben Sie da ungefähr im Moment? Ja. Das sind ungefähr 50. Mhm. Ungefähr 50. Das ist aber ganz schön, ja. Das ist eine gute, also das ist ein schwieriges Thema, die muss man ja rekrutieren. Und dann muss man natürlich als Vorsitzender, stehe ich ja gerade. Ich muss ja die Ehrenamtlichen ja auch auswählen. Das heißt, wir haben in unserem Verein zwei Koordinatorenstellen, die unterstützt werden über das Sozialbuch sozusagen, die jetzt also Lohn bekommen. Und mit diesen praktisch Stellen stemmen wir, dass wir die Hospizhelfer rekrutieren, ausbilden und auch einsetzen. Mhm. Und dafür brauchen wir auch Spenden. Das ist klar. Ganz wichtig, ja. Und da muss ich auch gerade stellen als Vorsitzender, dass diese Spenden auch eingesetzt werden für das, warum sie gespendet wurden. Mhm. Ja, das sind die zwei große Aufgaben, die wir haben im Bereich der Hospiz. Wir haben das Thema angepackt und gut erreicht. Wir haben die Hospizhilfe entwickelt, vernetzt mit dem Klinikum die Zusammenarbeit, dass alle Patienten das Angebot strukturiert bekommen. Okay. Sodass im Kreis Groß-Gerau sind wir an sich, finde ich, gut versorgt ist. Ich habe mal eine Frage, damit es ein bisschen greifbarer wird. Jetzt spielen wir es mal durch. Man hat Eltern, die sind sehr betagt. Die Kinder wohnen vielleicht in Hamburg, die Eltern wohnen in Rüsselsheim. Ja. Jetzt ruft jemand an aus Hamburg, sagt, also Herr Professor Flieger, nehmen wir mal meine Mutter, die ist sehr betagt, es wird schwierig, ja, die braucht Hilfe, die braucht Unterstützung und es ist auch abzusehen, sie hat eine schwere Krankheit, das wird nicht mehr ewig so weit gehen. Was bieten Sie an, alles an Beratung, was an Empfehlungen, Hilfestellung, auch so Stichworte wie Patientenverfügung, das sind ja auch wichtige Themen. Ja. Ja. Also die Hospizhelfer natürlich sind keine Krankenschwestern oder Palliativhelfer, die das machen, das macht die Sozialstation, aber die stehen als Freund da, um mental jemanden zu unterstützen. Ganz wichtig. Ja. Und auch zu helfen, zu beraten, was zu tun ist mit den Konten, mit den und auch, wie gesagt, mit den Verfügungen. Aber das ist ein großes Thema. Das wollen wir nicht im Detail. Aber nur das Gleis, jetzt, auch da gibt es Ansprechpartner. Das ist, das ist sehr wichtig. Also man hat einen Engel, Schutzengel sozusagen, der jemanden begleitet, damit er nicht alleine ist. Für mich, für die Zukunft, also meine Vision für die Hospizhilfe, und dann können wir auch dann in anderen Themen kommen, für die Hospizhilfe wäre, dass wir in der Vernetzung unsere Qualifizierung verbessern. Also Qualifizierung heißt, die Helfer ausbilden, haben ein Curriculum und jede Hospizhilfe macht es für sich. Okay. Also ich hätte die Vision, dass man praktisch alle zusammentut und ein sehr schönes Curriculum macht, was Standard besser bezahlt setzt. Wird, okay. Wo man auch gute Leute, auswärtige Leute holt. Da sind natürlich hier viele Hindernisse, die will ich jetzt nicht aufführen, die mit dem Mensch zusammenhängen, zu überwinden. Aber das wäre eine tolle Sache, da hätten wir einen großen Schub, auch mehr Hospizhelfer alle zu bekommen. Das wäre das eine Thema. Also es werden immer noch Leute gesucht, also Sie haben viele, aber es ist immer auch... Ja, man braucht immer natürlich, das ist ja ein großer Bereich.
man wird. Und das zweite Thema ist ja die Palliation. Palliativstation ist ein Thema. Da hatten wir ja Spenden eingesammelt und so weiter. Und auch und das ist, denke ich, für Rüsselsheim wichtig, dass wir weiterkommen. Ja. Vielleicht nochmal zu den Strukturen. Sie haben schon was gesagt, eng vernetzt natürlich mit dem GPR, nur damit das klar ist. Was gibt es noch so, Institutionen, andere Vereine, die Stadt, wie arbeitet man da zusammen? Was gibt es da, Kooperationen? Also wie gesagt, das ist das stationäre Hospiz in Klörsheim. Ja. Und dann ist dies, die ambulante Palliation, SAPV, Leuchtturm in Groß-Gerau. Und dann sind die ganzen Vereine, der neue gegründete Hospizverein in Groß-Gerau. Also das ist ein ganzer Block an ein Blumenstrauß. Ein Blumenstrauß, okay. Es ist natürlich auch Vernetzung mit den Sozialstationen, mit den Kliniken, mit den Hausärzten. Ich bin auch Vorsitzender vom Ärztennetz hier in Rüsselsheim, Mitvorsitzender. Ein Bereich da ist vor allem auch die Allgemeinmedizin, die Weiterbildung Allgemeinmedizin voranzutreiben, dass wir hier genug Allgemeinmediziner haben, was ein wichtiger Punkt ist mit der alternden Bevölkerung. Eins ist mir noch, hatte ich mir als Stichwort noch aufgeschrieben, da sollte man wenigstens einen Satz zu sagen, Kaffee-Lichtblick. Das ist ja erstmal ein schöner Begriff. Ja. Was versteckt sich dahinter? Das ist eine schöne Sache, die also... Es geht um Trauernden. Ja. Ja? Wenn jemand gestorben sind, dann sind die ja Hinterbliebene. Und die haben natürlich manchmal Schwierigkeiten, das Ganze zu überwinden. Und der Kaffee-Lichtblick ist ein Bereich, wo man als Angehöriger, als trauernder Angehöriger sich finden kann, auch mit Gleichgesinnten. Und Unterstützung bekommt in dieser schwierigen Phase. Toll. Eine tolle Sache. Das also da kann man einfach Haus, so mal kommen. Haus der Senioren, da kann man da bei Kaffee und Kuchen zusammen sich setzen und dann praktisch für diese Trauerphase einen Weg. Muss man sagen, das ist auch ein wichtiges, tolles Angebot für unsere Stadt, das da geleistet wird, dass man auch in dem Bereich eine Stelle hat, wo man hingehen kann, in dieser ganz speziellen und schwierigen Situation. Das ist also ich finde, Rüsselsheim ist und der Kreis sind da vorbildlich. Jetzt haben Sie praktisch perfekt den Übergang für mich gestaltet. Wir kommen zu dem für mich ganz wichtigen Punkt, wenn Sie als Vorsitzender der Rüsselsheimer Hospizhilfe auf Rüsselsheim blicken, Also aus diesem speziellen Blickwinkel aus. Wie nehmen Sie unsere Stadt wahr? Was fällt Ihnen besonders auf? Gerne auch was Kritisches, ja? Aber was ist Ihre Wahrnehmung da von Rüsselsheim? Vielen Dank für die Frage, Herr Grolle. Also da habe ich, jetzt muss ich doch zurückholen und etwas zu meiner Person sagen. Okay, also gerne. Ich bin ja in Kanada geboren. Ich habe griechische Abstammung und Deutsche. Der Name, also der Urgroßvater kam aus Bayern. Ist nach Konstantinopel damals ausgewandert und die sind weiter nach Griechenland. Ja, ich bin mit 18, nachdem ich in der deutschen Schule meine Schulausbildung bekommen habe in Athen, nach Heidelberg und München gekommen zum Studieren. Und das Thema für mich war immer Krebs und dann auch Immuntherapie. Also ich bin sozusagen von der Geburt, von der Wiege Immuntherapeut, Immunologe, aber auch Onkologe, Gastroenterologe, also das war so der Blumenstrauß, was ich mitgebracht habe. Und dann habe ich halt auch, das ist natürlich wichtig gefunden, im Bereich der Hospiz zu gehen. Zu der Frage der Vision für Rüsselsheim, als Bürger, als Person, Privatperson. Vielleicht erstmal als Mensch von der Auch als der Hospizhilfe. Wie Sie wollen, beantworten Sie. Ist mir beides. Ist es so, also da will ich, dann habe ich eine Vision. Okay. Ich habe gerade einen Enkelsohn bekommen, den Elias, von meiner Tochter Daphne. Und ich habe überlegt, was würde ich wünschen, dass der Elias 2042, in circa 20 Jahren, wenn er dann studiert, in Rüsselsheim finden könnte. Okay. Ist das interessant? Das ist super, super Geschichte. Ja. Fängt gut an. Wir hören mal zu, was kommt. Ja. Also, ich glaube nicht, dass Rüsselsheim 2042 Autos produziert. Glaube ich auch nicht, ja. Man hat schöne Flächen. Was hat Rüsselsheim? Ja. Hat schöne Flächen,
liegt gut am Main, gut am Flughafen, perfekte Verkehrsanbindung nach Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt und so weiter. Und es wäre wichtig, wenn man hier einen anderen Bereich aufbaut. Ja. Und das wäre Medizintechnik für mich als Mediziner. Interessant, ja. Oder genau gesagt, Healthcare Engineering heißt es im Englischen. Oder Health Engineering noch besser, weil das ist sehr, sehr breit. Sie können hier alles, also wir brauchen in der Klinik Prothesen, Unterstützungen, Roboter, später Exoskeletons heißen. Und vieles, vieles mehr. Es gibt ja schon vereinzelt Unternehmen in Rüsselsheim aus diesem Bereich. Ja, auch die Fachhochschule hat auch Medizintechnik, ja. Mhm. Also, und es gibt aber in Deutschland kein Zentrum für so etwas. Und ich würde, wie gesagt, also ich könnte mir vorstellen, der Elias könnte hier studieren. Im Bereich der Opel-Flächen gibt es viele Start-ups und viele Unternehmen, die Medizintechnik machen, vielleicht sogar drüben in Falkenberg, ist der Teil von Flörsheim, wo, also ich glaube, die Tanks werden wir nicht brauchen mehr, dann 2042. Hoffentlich nicht, ja. Und dann kann über die Fußgängerbrücke dann über den Main. Ist dann Flörsheim schon ein Stadtteil von Rüsselsheim? Nein. Mainz und Wiesbaden, die können ja jeder für sich, aber der läuft halt über die Brücke, der Bonn, da gibt es einen schönen Bereich, wo die Studentenkneipen gibt. In der Opel-Bereich gibt es Start-ups, wo er sein Bachelor machen kann oder Promotion. Und alle kommen hierher, um sich zu vernetzen, neue Projekte zu machen, auch aus dem Ausland mit dem Flughafen. Ja, und vielleicht passiert das mal. Also ich finde es gar nicht so weit weg, weil wir haben ja aktuell, wir reden ja über die Flächen, die frei werden bei Opel, da reden wir ja drüber. Und wir wollen ja interessante Unternehmen dort ansiedeln. Schön wäre auch, wenn sie nur ein bisschen Gewerbesteuer zahlen, das wäre auch ganz wichtig, damit wir diese Stadt finanzieren können. Aber Medizintechnik oder Healthcare oder wie sie es bezeichnet haben, ist natürlich ein spannender Bereich. Das knüpft auch, jetzt gehen wir mal über die andere Rheinseite an, was in Rheinland-Pfalz passiert. Wir wissen, BioNTech und so weiter, da entsteht ja auch was. Ingelheim, das kennen wir alles. Das könnte ja im Rhein-Main-Gebiet drei große Pharmafirmen hier. Das ist ja Merck in Darmstadt, ist Sanofi und in Ingelheim ist Böhringer. Das heißt, da haben wir auch einen Vorteil in dem Bereich, um Healthcare zu machen. Nur, Herr Grode, ich glaube, da muss Hessen. Natürlich, da muss das Land ins Boot. Das Land muss, es ist ein sehr großes Projekt. Wenn man sagt, man will bundesweit ein Leuchtturm hier setzen, dann muss Hessen das finanzieren. Also da haben wir doch jetzt mal wirklich einen interessanten Bogen. Das glaubt man gar nicht. Wir sind gestartet bei der Hospizhilfe, jetzt sind wir bei den Opel-Flächen gelandet. Trotzdem, ich finde es ganz toll, diese Verbindung, die Sie da jetzt hergestellt haben. Und das zeigt auch, dass Sie mit Interesse auf diese Stadt blicken und auch sich überlegen, mit dem schönen Beispiel Ihres Enkels, wo die Reise denn mal hingehen könnte. Das finde ich super, ganz großartig. Ja. Ich überlasse Ihnen das Schlusswort. Was fällt Ihnen noch zu Rüsselsheim ein? Vielleicht noch ein bisschen persönlicher. Sie haben eine schöne Geschichte von Ihrem Enkel, aber Sie vielleicht noch mal was persönliches. Herr Grode, ich bin 2006 hierher gekommen. Ja. Und da wurde mir gesagt, ach, du gehst in die Fabrikstadt, sie ist hässlich. Mhm. Das ist nicht mehr so. Ich bin ein bisschen früher gekommen und ich habe meine Runde gedreht. Es gibt so schöne Plätze. Absolut. Ich habe am Main geparkt, der ist offen. Wir haben diese ganze Aue am Main, wo man Feste feiern kann. Wir haben schöne Lokale bereits. Wir können es viel besser bekommen. Wunderbares Schlusswort. Herr Professor Flieger, vielen Dank für das Gespräch. Wirklich toll, den Bogen, den Sie gespannt haben. Bleiben Sie bitte weiterhin engagiert, auch wenn es schon 15 Jahre sind, machen Sie weiter. Wer noch mehr über die Hospizhilfe erfahren will, kann das gerne auch über die ganz tolle Homepage, die ist sehr informativ, der Hospizhilfe machen und kann sich da nochmal informieren. Nochmals vielen Dank. Vielen Dank auch.